Dennis Lind. Dennis, erst einmal vielen, vielen Dank, dass du heute da bist und dass du hier bei uns auf der Couch sitzt. Das freut mich wirklich sehr. Zum Anfang haben wir ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Dazu drehe ich mal diesen Zettel um. Wie du siehst, siehst du die Karte Hamburgs. Und zwar das kleine Quiz wird nämlich so ablaufen. Ich werde dir ein paar Vereinsnamen nennen, Hamburger Vereine, und du musst dann einzeichnen, wo diese Vereine sein könnten. Mal sehen, wie gut du dich auskennst. Musst dann raten. Fangen wir an mit dem ersten Verein, SV Altengamme. Du hast da einen Stift an der Seite. Was glaubst du, wo kommt dieser Verein her? Wo liegt das? Versuch nur die Bezirke zu treffen, das reicht vielleicht schon. Das ist, glaube ich, besser, ja. Guck mal, das ist schon mal sehr gut. Altengamme liegt wirklich in Bergedorf. Kommen wir zum nächsten Verein, TSV Sasel. Was ist mit Sasel? Wo liegen die? Hier ungefähr. Ja, fast. Sie liegen tatsächlich in Wandsbek, hier in der Mitte. In Wandsbek? Ja. Kommen wir zum nächsten Verein, auch nicht so einfach, ist SV Blankenese. Guck mal, das ist sogar fast perfekt richtig. Sehr gut. Und jetzt noch der letzte Verein. Wie sieht's aus mit Süderelbe? Ja, würde ich jetzt mal hier einquartieren. Guck mal, auch das ist fast richtig, weil Hamburg ist perfekt. Dafür, dass du erst 3 Jahre in Hamburg bist, kennst du dich relativ gut aus. Würde ich sagen, Test bestanden. Danke. Wie bist du hergekommen? Warum bist du in Hamburg? Wo kommst du eigentlich her? Also ich komme ursprünglich aus Kassel. Das liegt in Nordhessen. Und ja, da habe ich mein Abitur gemacht. Und ich bin jetzt seit 3 Jahren in Hamburg, um hier zu studieren. Sportjournalistik, ja. Und macht Spaß, oder? Macht sehr Spaß. Fußballerisch bist du bei Wansenthal zu Hause, in der zweiten, kickst du ein bisschen mit. Letzte Woche habt ihr den Tabellenführer gestürzt, sage ich mal, Lenningsbüttel geschlagen. Warum seid ihr nicht immer so gut? Ihr seid eher Mittelfeld der Liga, hattet, glaube ich, andere Ambitionen. Was ist falsch gelaufen über die Saison? Ich bin ja erst seit Winter wieder dabei. Ich war vorher bei TuS Hamburg in Bezirksliga Ost. Ist schwer zu sagen, was da falsch läuft bei uns. Ich weiß nicht, ob es irgendwie daran liegt, dass manche irgendwie unregelmäßig zum Training kommen. So wie ich, weil ich ja öfter mal verletzt bin auch. Oder ich glaube, es liegt daran, dass wir unregelmäßig den kompletten Kader zusammen haben. Meinst du, wenn alle immer da wären, würdet ihr weiter oben stehen? Ich glaube weiter oben, aber Wellingsbüttel würden wir trotzdem, da würden wir nicht vorbeikommen. Das ist eine gute Mannschaft, glaube ich. Sehr gute Mannschaft. Dein fußballerischer Weg sah ja ein bisschen anders aus. In der Jugend hast du, glaube ich, auch in der U15 sogar mit Marc Stendera zusammengespielt, der jetzt Profi ist. Was ist dann passiert bei dir, dass du nicht denselben Weg gegangen bist? Ja, das hat natürlich, wenn man in so jungen Jahren, sage ich jetzt mal, seine erste Verletzung hat, seine erste große Verletzung mit einem Kreuzbandriss und dann knapp ein Jahr ausfällt, dann ist man schon, das belastet einen schon auch vom Kopf her. Und dann kommen natürlich noch meine Eltern dazu, die dann meinen, ich soll lieber Abitur weitermachen. Ja, das ist alles schwer. Das spielen viele Faktoren hinzu dann auch. Hattest du nie so das Gefühl, du willst nochmal angreifen, willst das nochmal versuchen? Oder hast du dann nach dem ersten Kreuzbandriss gesagt, okay, für mich ist das Thema irgendwie abgehakt? Doch, ich bin ja dann vom OSC Fehmarn damals weggegangen, zum KSV Essen Kassel. Mhm. Und es ist schwer, dann wieder da reinzufinden, auch wenn man dann wieder fit ist mit dem Knie. Man hat halt in jedem Zweikampf so das Gefühl, man hat halt immer, der Kopf spielt damit, was passiert als nächstes. Das war einfach zu schwer dann. Aber Regionalliga hast du trotzdem, glaube ich, noch gespielt. 7 Spiel, ja. Und da war das anscheinend nicht zu schwer für die Regionalliga, oder? Ich bin klar gekommen, aber teilweise auch unter Schmerzen dann noch. Wieso jetzt nur Kreisliga 5 bei Wansenthal? Wieso spielst du nicht höher? Du könntest ja wahrscheinlich, wenn du Regionalliga gespielt hast, auch deutlich höher angreifen. Auf jeden Fall, nur man muss auch dazu sagen, ich hatte nicht nur einen Kreuzbandriss, sondern gleich 2. Ich habe gehört, noch mehr Verletzungen. Ja, Knorpelschaden, Achillessehnenriss. Also komplett kaputt eigentlich. Eigentlich schon, ja. Mit 22 Jahren ist das, das ist schon hart eigentlich, muss man sagen. Ja, absolut, ja, glaube ich. Aber ich glaube, ich könnte höher spielen noch. Und ich glaube auch, dass ich jetzt im Sommer wieder einen neuen Weg suchen werde. Mal sehen, was sich da so ergibt. Kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema. Dieser Talk ist auch ein bisschen für uns besonders, weil Dennis aktuell bei uns Praktikant ist. Ja, dieser Test mit den Hamburger Vereinen war natürlich auch ein bisschen auf Auge, um zu gucken, wie gut du schon drin steckst. Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Wie ist das abgelaufen? Das hatte viel zu tun. Also Axel war bei uns
an der Uni und hat da so einen kleinen Vortrag gehalten, was ApeKick TV macht, wo sie genau hinwollen und so weiter. Und fand ich die komplette Idee fand ich ganz geil. Dann habe ich mich beworben und jetzt ein Praktikum hier. Jemand, der ein bisschen sportaffin ist und ein bisschen medienaffin, was glaubst du, was kann der hier alles mitnehmen? Was gibt es Gutes hier quasi von ApeKick zu lernen? Man lernt hier das tägliche Arbeiten in der Redaktion mit zwei Leitern hier. Ich glaube, auch wenn man ein Spiel dreht, es macht Spaß erstens und man kann neue Kontakte knüpfen. Und man lernt einfach auch den Schnitt mit verschiedenen Schnittsoftwares. Man kann sich ausprobieren, vertonen oder sonstiges. Also es ist schon echt ein ganz gutes Praktikum hier. Wie lange bist du noch am Start? Ich bin jetzt bis Ende Juni hier noch. Achso, also noch ein bisschen. Ihr merkt schon ein bisschen Eigenwerbung heute im Talk. Also wenn jemand Bock hat auf ein Praktikum oder einfach was für uns zu machen, der kann sich gerne mal bei uns auf der Seite umschauen. Wir suchen eigentlich permanent Praktikanten in allen Bereichen. Bewerbt euch einfach. Ihr seht es, man kommt da gut rein und es macht auch Spaß. Dennis, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst, für deine offenen Worte auch über deine Verletzung und auch, dass du uns offenbart hast, dass du bald ein Probetraining hast. Du kriegst natürlich auch ein Geschenk, auch wenn du Praktikant bist. Und den Becher darf er auch behalten, wirklich. Stark. Vielen Dank, Dennis, dass du da warst. Danke. Viel Erfolg. Oh, Dankeschön.